für mich hätte die keine Bässe. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also entweder habe ich einen komischen Kopfhörer auf, der keine Bässe hat. Aber ich... das ursprüngliche... Jetzt hat es Carola auch erwischt. Welcome to the canteen. Ursprüngliches Tempo war... Vielleicht kann man das ein bisschen auf dieses... Und ist das zu schnell für das langsame Leben? So, man muss es ja auch nicht so, so statisch jetzt interpretieren, weil wenn du einfach mal die Harmonie liegen lässt, auf dem... Weil wir dann jetzt gerade in dieses, also jetzt kriegen wir für mich die nächste Dynamikstufe auf diesem Mollteil. Okay. Weil da bin ich das erste Mal jetzt richtig. Also bei dem nächsten. Ja. Okay. Aber weißt du, was witzig ist? Ich habe eben schon gedacht, das wäre wirklich gar nicht schlecht, mit dem Mollteil anzufangen, ne? Ja. Weil sonst, ja, ich ja, da kommt ja, das ja. Ding nämlich richtig überraschend. Genau. Das finde ich auch. Das also direkt auf Moll an, rein. Ja. Mit dem Moll beginnen, ne? Genau, das ja. Waren die Akkorde liegen. Dann könnte man auch konsequenter bei einem ruhigeren Tempo bleiben und ein bisschen anziehen kann dann man. Kann halt. Man das ja steigern. Das kann ich jeden Live-Act mitschneiden. Also wenn Sie nicht gerade Pet Shop Boys oder Depeche Mode heißen, dann ziehen Sie an. Hörst du in der Feier? 5 oder 6 Beats innerhalb von 2 Minuten. Also, wollen wir es mal probieren? Dass wir mit offenen, oder wir können ja sogar mit der Gitarre anfangen. Ja. Zum Beispiel. Könntest du ja noch schöne hohe Melodietöne später rein. Also angezupft, aber oder? Nicht das ganze Tier, wenn es zu schnell ist, vielleicht durch. Wenn ich hier unten. Naja, so schön. So was, genau. Das ist ja schön für live so. Dass wir schon eine Rhythmik haben. Die Gitarre fängt an. Ja. Thank you.